Jetzt kommen wir zu einer Koordinationsübung aus unserem Videoportal, und zwar zu der Koordinationsübung Autobahn, die aus so Leinmarkern hier besteht. Und auch hier jetzt bei diesen ganzen Koordinationsübungen, die wir im Portal haben, möchte ich jetzt diese eine mal hernehmen, um exemplarisch zu zeigen, dass im Prinzip alle Übungen aus dem Bereich der Koordination und der Schnelligkeit gemacht werden können. Es geht eigentlich nur um einen veränderten Aufbau. Wenn wir jetzt diese Übung hier anschauen, dann haben wir es ja vorher so gemacht. Bei der klassischen Anstellweise würden jetzt alle hier bei diesem roten Hütchen sich einfach anstellen. Und wir haben neben dem Tor dann noch einen Anspieler oder zwei oder drei Anspieler. Und das machen wir jetzt eben natürlich nicht so. Wir dürfen die ja nicht eng aneinander stehen lassen, sondern haben jetzt wieder eigentlich, wie wir es schon an unserer Begrüßungslinie gemacht haben, Ringe auf den Boden gelegt, in denen die Kinder sich anstellen mit Ball und von dort aus dann in die Übung reinstarten, und zwar immer nur dann weiterrücken, wenn ich es sage. Wir zeigen das jetzt einfach mal ganz kurz. Die Kinder haben ihre Trinkpause hinter sich sozusagen, sind noch in den Ringen drin, und von da aus teile ich sie jetzt wieder zu. Beim Namen nennen, kontrolliert dahin schicken, und dann funktioniert das auch einwandfrei. Eins möchte ich noch vorneweg sagen, wenn wir natürlich jetzt hier 10 Spieler haben, dann baue ich halt diese ganze Übung parallel der Norm daneben auf einem zweiten Tor nochmal auf. Ja, und das Tor muss natürlich schon in einem ordentlichen Abstand zu dem anderen Tor stehen, ansonsten muss der ganze Ablauf, der ganze Aufbau nochmal halt getätigt werden. Okay, gut, legen wir mal los. Also, Kili zum gelben Hütchen bitte. Ja, Ball kriegst du gleich von mir. Maxi zu dem grünen Ring. Da vorne sich da reinstellen, Xaver blauer Ring, Corby hier roter Ring und Josef zum roten Hütchen. Ich spiele euch gleich die Bälle zu. So, eine Kugel, dann Maxi, ab, Xaver, Bälle nicht in die Hand nehmen. Das sollte, wenn es irgendwie geht, vermieden werden. Und dann noch der Josef-Ball. Bei der Übung Autobahn, da ist es im Videoportal so gewesen, dass die Spieler hier, der Erste, der quasi an der Reihe ist mit der Koordinationsübung, den Ball in die Hand genommen hat, dann hier diese Übung durchlaufen hat, dann den Ball sich hochgeworfen hat und eine Dropkick-Annahme zum Beispiel gemacht hat. Das sollten wir ja momentan vermeiden. Es ist ja die Empfehlung, die Bälle, wenn möglich, nicht in die Hand zu nehmen. Torhüter sollen ja zum Beispiel mehrfach die Torwarthandschuhe desinfizieren. Also das nur, um zu verdeutlichen, welche Regeln es da gibt. Und deswegen tun wir es auch nicht, sondern spielen jetzt den Ball ganz locker mit der Sohle, rollen wir uns den Ball nur da vorne hin, sodass er dann da vorne auch liegen bleibt. Also nicht 15 Meter bitte wegschießen. Und dann laufen wir hier mit zwei Kontakten vorwärts durch diese Leinmarke durch, zwei Kontakte rückwärts, zwei Kontakte vorwärts, nehmen den Ball kurz dann, so wie er am Boden liegt, ins Dribbling mit, machen eine Sohlenwende, schießen mit dem linken Fuß ins Tor, der Kili spielt dann mir einen zweiten Ball zu, der geschossen hat, geht dann auf die Position des Anspielers, hier rücken alle eins nach, Kili dann holt sich einen Ball und geht dann später zu dem grünen Reifen. Kriegst du es gleich hin, Josef? Ich zeige dir einmal kurz, oder du weißt, was ich meine. Oder ich zeige es einmal kurz vor. Also, Ball ein bisschen entspannt nach vorne rollen. Der soll wirklich hier nur nach vorne liegen. Jetzt gehen wir mit zwei Kontakten vorwärts da durch. Zwei Kontakte rückwärts. Zwei Kontakte vorwärts. Jetzt schieben wir den Ball nur einmal kurz an. Machen eine Sohlenwende. Schießen den Ball hopp, aufs Tor. Zweite Kugel kommt an. Den lege ich mir auf den rechten Fuß, weil ich jetzt im linken Fuß geschossen habe. Mache den zweiten Torschuss. Der Kili holt sich einen Ball. Würde jetzt hier weiter marschieren, ich gehe zu gelb. Kili, geh nochmal zurück. War jetzt nur zum Demonstrieren. Und alle rücken eben erst weiter, wenn ich das sage. Josef, los geht's. Zwei Kontakte vorwärts, zwei Kontakte rückwärts, zwei Kontakte vorwärts. Corby, Xaver, Maxi, rücken eins weiter. Auf geht's, Josef, hopp, wenden. Corby noch nicht starten, zweiter Ball anspielen. Hopp, annehmen, Josef. Kurz im rechten Fuß noch schießen. Kili schnell eine Kugel holen. Corby legt los. Auf geht's. Hopp, 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 hopp. Zwei Kontakte vorwärts. Zwei Kontakte rückwärts. Zwei vorwärts. Xaver weiter. Maxi, alle rücken eins weiter. Sohlenwende. Vergessen. Macht nichts, Corby. Zweite Kugel anspielen. Lenk ihn den jetzt auf links. Xaver, legen wir los. Auf geht's. Hopp. Zwei Kontakte vorwärts. Ein bisschen mit Tempo jetzt schon rein. Hopp, zwei rückwärts. Jawohl, passt soweit. Hopp, hopp, hopp. Alle rücken eins weiter. Hopp, Xaver, die Sohlenwende auch vergessen.
rechte Sohlenwende, links schießt aufs Tor. Ja, genau. Hopp, zweite Kugel, hopp und tauschen. Auf geht's, leg los, Maxi. Hopp. Maxi, mit zwei Kontakten. Maxi, was machst du? Geh nochmal zu Rot, mach nochmal von vorne. Mit zwei Kontakten da durchlaufen. Roll den Ball nochmal vor, roll ihn vor. Zack, und jetzt starte, zwei Kontakte, 1, 2, 1, 2, 1, 2, rückwärts weg, zwei Kontakte, hopp, 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 alle eins weiter rücken, Jungs, hopp, 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 so, anschieben, Sohlenwende, rechter Fuß, nach vorne, linker Fuß schießt aufs Tor, zweite Kugel und los geht's, Kiel. Jetzt können wir schon ein bisschen den Abstand verkürzen, zack, 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 zwei Kontakte laufen, so, zwei Kontakte rückwärts, nicht auf den Dingern so rumtrampeln normalerweise, Zehenspitzen bleiben, gut, kurz andribbeln, Sohlenwende rechts, links schießt aufs Tor, Maxi zweiter Ball anspielen, auf geht's und los geht's, Josef, hopp. Und jetzt ein bisschen das Tempo erhöhen, Maxi schnell eine Kugel holen zum grünen Reifen, hopp, 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 alle haben es einmal gemacht, alle wissen, wie es geht, kurz anschieben, wenden, Tor schießen, zweite Kugel, Korbi legt los, Josef danach schnell zum Anspieler werden, zwei Kontakte, zwei Kontakte, zwei Kontakte, kurz anschieben, hopp. Linker Fuß schießt, zweite Kugel anspielen, Xaver, los geht's. Tempo, hopp, zwei, zack, 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 rückwärts weg, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vorwärts, zack, 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 anschieben, wenden, gut, Tempo, linker Fuß nicht zu weit rüber, Xaver, komm mehr in die Mitte wieder rein, auf rechts lenken den zweiten Ball, Xaver, und passt, stehen bleiben, so. Welche Laufübungen man hier jetzt hier macht, Technikübungen, da kann dann natürlich jeder sich wieder selber ein bisschen damit spielen. Bei uns im Portal bei der Übung Autobahn sind ja ein paar Varianten von der Technik her auch vorgegeben. Seitliche Läufe, Hopserläufe, Sprünge, das ist ja praktisch jetzt hier völlig egal. Es geht nur darum, auch hier wieder zu zeigen, so organisiert man sowas. Ja, was wir auch noch machen könnten, ist jetzt zum Beispiel den Korbinian, der vorne, Korbi, wink mal, hihi, der vorne im grünen Reifen steht, den könnten wir jetzt auch neben dem Tor platzieren. Korbi, geh mal neben das Tor und könnten noch diese Schlange hier von drei Spielern, weil es dann schon ein bisschen gedauert hat, entzerren, indem wir einfach zwei Anspieler nehmen. Ja? Maxi läuft also jetzt mit den zwei Kontakten durch, macht die Sohlenwende, schießt aufs Tor und würde dann zwei Bälle bekommen, den ersten vom Xaver, den zweiten vom Korbi. Und dann geht der Maxi quasi auf Xaver-Position und rücken so eins weiter. Wollen wir das nochmal ganz kurz machen und zeigen? Ja, also dass wir die Schlange hier entzerren, machen wir einen zweiten Anspieler mit dem Korbi rein. Ja, und der Xaver bleibt der erste Anspieler. So, ich drücke jetzt den Ring noch weg, den brauchen wir dann ja nicht. So, nach vorne rollen, zwei Kontakte vorwärts laufen. Vorne, hab Kili drückt weiter, Josef drückt weiter. Den Fußwechsel ist auch in Ordnung. Xaver, erster Ball sauber anspielen, Maxi annehmen. Hopp. Und du kriegst danach noch einen zweiten Ball vom Korbi. Schönes Gerät. Maxi, zweiter Ball. Hopp. Und einen zweiten Torschuss. So, Maxi geht auf Xavers Position. Korbi, du rückst in den blauen Ring rein. Xaver wird zum zweiten Anspieler. Maxi geht zu Gelb. Kili, auf geht's. Hopp, 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 hopp. Tempo. Josef, Korbi weiterrücken schon. Fußwechsel oder Sohlenwende. Erster Ball, Josef noch warten, bis die Bälle weg sind. Tempo, Kili, komm, hopp. Zweiter Ball, Xaver, auf geht's. Maxi, du gehst auf Xavers Position. Xaver, schnell den Ball herholen, zum blauen Ring herkommen. Gut, super. Und wieder neu anstellen. Josef nochmal kurz. Auf geht's, komm, Tempo. Bisschen fester vorrollen. Hopp, 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 hopp. Zwei Kontakte vorwärts, kurz anschieben. Schiebekontakt. Linker Fuß schießt. Erster Ball, Kili. Korbi, warte dann kurz noch. Tempo, hopp. Zweiter Torschuss, hopp. Okay, kurz stehen bleiben, einfach nur stehen bleiben, kurz. So, jetzt haben wir es also auch mit zwei Anspielern gemacht. Dadurch haben wir eines Folgendes erreicht. Wir entzerren ein bisschen dieses Anstehen hier, müssen nicht ganz so lange anstehen. Trotzdem sind natürlich noch relativ viele Pausen drin, denn den Durchlauf, den wir dann vorher hatten, den kriegen wir natürlich nicht mehr so schnell hin. Aber der Durchlauf muss jetzt halt jetzt der Hygiene und den Abstandsregeln sozusagen, das muss sich da hinten anstellen. Aber was man da nicht vergessen darf, derjenige, der die Übung macht, hat ja drei Aktionen am Stück. Also eine ordentliche Belastung ist dann auch da. Und dann kriegen wir es wunderbar organisiert so.